haben sich dazu entschieden, erneut Banda Internationale bei uns einzuladen. Ja, also der letzte Tag war ein unglaublicher Erfolg gewesen und die Schüler hatten ganz großen Wunsch, dass das wiederholt wird im neuen Schuljahr. Und die Band hatte den Wunsch, wieder zu uns zu kommen. Und da haben wir halt die Kontakte nicht abreißen lassen, sondern gleich einen neuen Termin ausgemacht. Wie schätzen Sie als studierende Fachkraft die Qualität der Musiker der Banda ein? Die sind hochprofessionell, die haben eine gute Qualität, spielen fantastisch und vor allen Dingen, das sind echte Musiker. Ja, die spielen also miteinander. Das ist nicht immer einstudiert, sondern das kommt einfach aus dem FF oder aus der Situation heraus. Und das ist der Spaß an der ganzen Sache. Berührt Sie der Hintergrund der Musiker, also die Lebensgeschichten? Auf jeden Fall. Das ist auch der Grund, weswegen ich auf diese Band aufmerksam geworden bin, weil die mit ihrer Musik etwas transportieren, das man auf andere Weise nur sehr schwer rüberbringen kann. Und mich berührt es immer wieder, wenn ich die einzelnen Lebensgeschichten der Musiker höre und dann begreife, was für ein Schicksal eigentlich damit verbunden ist. Und ich bewundere die Art und Weise, wie sie ihr Leben bei uns jetzt leben und mit der Musik zum Ausdruck bringen. Wie ist dein erster Eindruck von der Band oder welchen hattest du, als du die Band zum ersten Mal gesehen hast? Ich hatte den Eindruck von viel Lebensfreude. Also früh am Morgen schon mit so einer Power zu musizieren, da habe ich echt meinen Hut gezogen. Und ich habe so mich dran gefreut, die Schüler zu beobachten, die Kleinen und die Großen. Und gemerkt, wie so ganz langsam diese Lebensfreude ansteckt. Es gibt ja sehr viele Workshops heute. Welche davon sprechen dich denn an und wo würdest du gerne mal reinschnuppern? Also ich werde jetzt gleich mal in den Percussion-Workshop reinschnuppern und mal einfach ein bisschen Rhythmus tanken. Und auch mitmachen? Na klar, mitmachen. Ich denke, es ist für jeden was dabei. Dreht sich ja alles mehr oder weniger um Musik. Und das finde ich sehr gut, dass es da auch diese Vielfalt gibt und sich nicht nur auf Chor und Instrumentenbau beschränkt, sondern dass es eben auch anderes gibt. Finde ich sehr, sehr gut.